Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Gott, dieses Lied, das hängt echt übel. Okay, wartet, ich heb's mal ein paar Minuten oder was. Nee, ich mach mein Auge zu, vielleicht sieht man es dann nicht. Also, naja gut, das funktioniert auch nicht. Vor allem wird man da voll nervös von. Ja, ich habe heute ein Thema mit dabei und zwar, ich habe was ganz Lustiges erlebt. Also für mich ist das jetzt heute, für euch ist das jetzt 3 Wochen in der Zukunft. Also für mich ist es dann, wenn ihr das seht, ist es für mich 3 Wochen in der Vergangenheit. Und das ist mir jetzt voll zu tricky. Es tut mir leid. Ich bin jetzt raus bei dem Thema. Es ist halt nicht heute, wenn ihr es erfahrt. Aber für mich ist es jetzt heute. Also, wie ihr vielleicht wisst, ist Leo total verrückt nach Hafer. Und er ist ja wirklich so ein Kaninchen, der, wenn der Hafer sieht, dann sieht er rot. Also der hüpft dann auch so total überdreht und dann sieht er gar nichts anderes mehr. Und da ist dann auch wirklich teilweise so, dass man so gefühlt Frauen und Kinder in Sicherheit bringen muss, wenn er sein Haar bekommt. Und ja. Und zurzeit ist bei uns der Hund im Urlaub. Also wenn ihr jetzt das Video seht, ist er wieder zurück schon lange, weil der kommt irgendwann Ende der Woche. Aber bei mir, oh, wenn ich so rumgucke, dann sieht man nicht so das Hängelied. Entschuldigt, ich versuche es jetzt. Auf jeden Fall, voll unbequem. Auf jeden Fall ist es dann so, dass der Hund jetzt gerade weg war, weil bei uns in der Gegend eine viel zu große und viel zu laute Veranstaltung war und auch mein Vater viel zu müde war von den Beinen her und er hat auch richtig riesige Knubbelknie gehabt. Also ich meine, solche, gefühlt solche Dinger. Viel zu übertrieben. Wie groß sind die Augen vom Fisch? Das Prinzip betreibe ich hier gerade. Aber ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass unser Hund eben im Urlaub war. Und dann dem ersten Tag, wo der Hund im Urlaub war, habe ich mir meinen kleinen Leo geschnappt und habe den mal an mich rangekuschelt und bin mit ihm zu meinem Vater nach unten gegangen auf Besuch. Und ja. Und dann haben die beiden sich mal so gesehen, was irgendwie total schön war, weil mein Papa sieht Leo nur sehr selten, aus gegebenen Gründen. Und ja, und dann war es so, dass der Leo eben einer dieser Hasen ist, wo der, das ist total das lustige Phänomen, wenn es kälter wird, egal wie, kriegt der weißere Hinterläufe, denn seine Hinterläufe werden total weiß. Und dann war er eben da bei meinem Papa und bei meinem Papa unten war es kälter. Und dann hat er tatsächlich da unten schon nur wegen den paar Grad etwas weißere Pfoten bekommen. Das hat mich so gefreut, dass mein Papa das gesehen hat. Und ja. Und dann wollte ich heute meinem Papa noch das zeigen, wie der Leo Hafer liebt. Und dann haben meine Mutter und ich einen kleinen Napf mitgenommen mit Hafer. Und da hab ich mich schon voll so drauf gefreut, wenn der Vater das auch sieht, wie der Leo da abgeht. Und dann hat der Leo den Hafer nicht gewollt. Er hat den einfach nicht gewollt. Ums Verrecken wollte er diesen Hafer nicht haben. Und in dem Moment ist mir dann so durch den Kopf gegangen, jedem Tierchen sein Pläsierchen, wie es meine Mutter immer so sagt. Und da habe ich so an die ganzen anderen Geschichten von jedem meiner Hasen so denken müssen. Zum Beispiel also meine Häschen Ronja, die hat immer es unglaublich gehasst, wenn man sie hier über die Nase und das dann nach unten gegangen ist. Also wenn man sie so rumgestreichelt hat, da konnte sie hinheben, aber einmal so und sie war weg, weil sie war eine Diva, eine richtige kleine Diva und sie hat es gehasst, wenn man ihre Frisur ruiniert. Sie hat übrigens auch schwarzes Fell wie Leo auch. Dann Mimi, die war total wild. Die war so wild, das glaubt man wirklich nicht. Also meine Mutter hat sie immer, nennt sie immer eine Kampfsau. Was ich übrigens sehr unschön finde. Es ist sehr unschön. Zollere Mimi ihren Respekt. Sie hat dir zwar nie welchen gezollt, aber du kannst zeigen, wie man es besser macht. Und der Erwachsenere gibt nach. Ja, und dann hatten wir Chip. Chip, unseren. Oh, also Chip war so dieses Karnickel. Wenn er ein Mensch gewesen wäre, dann wäre er ständig wie so ein Bekiffter gewesen, wirklich. Ich weiß nicht, dieser Hase, der war zwar süß, ulkig, aber ich glaube, der war ein bisschen doof. Das kann man, also er war jetzt nicht die hellste Birne. Und eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich da immer gerne erzähle, ist, als er noch ganz klein war, stand mein Zimmer komplett anders und da war die Heizung offen, also dass man da hinhüpfen konnte. Und dann ist er da immer hingehüpft. Ich möchte betonen, mindestens 5 Mal ist es hintereinander passiert.
Und das dann auch noch mehrmals hintereinander an dem Tag. Und dann ist er auf jeden Fall dahin gehüpft und die Heizung war halt, weil es Winter war, an. Dann hat er die Pfoten drauf, hat sich verbrannt, hat sich erschreckt, hat die Pfoten weg, hat die Pfoten wieder drauf. Wieder verbrannt, wieder erschreckt. Und er hat es dann immer so lange gemacht, bis man ihn von der Heizung weggebracht hat. Es war wirklich, also ich weiß nicht. Ja, dann der Schnuffel, der war so ein Schnupper. Das Name, das war wirklich so Nomen ist Omen. Der war so ein Schnupperer. Der hat wirklich immer und überall und an allem rumgeschnuppert. Und der konnte dann auch stundenlang schnuppern. Und wenn du den auf den Arm gehoben hast, dann schnuppert der an dir rum. Das, also wirklich so dieses. Manchmal kam es mir ein bisschen zu, das fand ich ein bisschen zu viel geschnuppert. Und habe mich dann immer gefragt, ich schlecht schnupfe, sag's ruhig. Ja, und Isa, die war sehr anhänglich und manchmal war sie so ein bisschen wie ein Hündchen. Also die ist einem sehr gern hinterhergehüpft. So mit einem, wie so, als ob sie an der Leine wäre, mit so einem kleinen Abstand ist die dann immer hinter dir hergehüpft, überall. Und sie hatte auch sonst sehr viel von dem Hündchen. Sie hat auch immer mit ihrem Puschel gewackelt. Und ja. Aber was ich sagen wollte und was ich hier erzählen will, ist, am Ende vom Tag sind alle Tiere irgendwie anders, so wie wir Menschen auch. Und jeder hat, ich finde, jeder hat das Recht, sich zu entwickeln, wie er möchte. Und ich freue mich einfach so riesig zu sehen, dass der Leo das so einen schönen Weg er nimmt. Und ich finde auch, dass man diesen Weg, den ein Tier nimmt, wenn man den begleiten darf, das ist eine große Ehre. Und ich freue mich da einfach jeden Tag dran. Und er macht mir auch eine Riesenfreude, einfach so an und für sich. Noch ein schönes Fachwort reingeschmissen, ne? Ich gehe jetzt meinen kleinen Grauen. Tut mir leid, das Video wird heute nicht besonders lang. Ups, jetzt habe ich fast 6 Minuten über meine Hasen geredet. Ich dachte jetzt so, das sind gerade mal so 2 Minuten, aber okay. Ja, na gut. Also, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr Haustiere habt, wie sind die so drauf und was sind da so typische Marotten. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss.